Schon ein wenig eng geht es auf dem neuen Pumptrack der Gemeinde Bleiberg zu. Die Sonne heizt den Asphalt auf und heiß geht es auf dem neuen Rundkurs auch zur Sache. Gefahren werden darf nur, genau wie auf der Rennstrecke, in eine Richtung. Auf der Rundstrecke mit Wellen und Steilkurven beschleunigen die Fahrerinnen und Fahrer nicht durch das Treten in die Pedale, sondern indem sie ihren Körper auf dem Rad pumpend hoch und runter drücken. Pumptracks können nicht nur von Jugendlichen und Erwachsenen mit allen Mountainbikes und BMX befahren werden. Pumptracks sind für Kinder eine gute Möglichkeit, den Radsport kennenzulernen. Selbst das Laufrad hat hier seinen Platz. Initiiert wurde das Ganze von Cédric Krämer. Je suis super, super content du résultat. Ça fait maintenant 4 ans, je pense, qu'on a fait la demande. Donc le pump track, voilà, il est bien là. On est tous heureux et ça se roule vraiment super bien. Donc je suis content du résultat. Die Begeisterung für die neue Strecke ist groß. Mountainbiker unterschiedlichster Altersklassen üben auf dem Pumptrack. Einige etwas mutigere zeigen schon mal ihr Können. Ouais, ça fait chaud au cœur, je dois dire. Je m'attendais pas à voir autant de monde. Et ouais, j'y réponds présent. C'est bien la preuve que le pumptrack ça fonctionne. Bleiberg ist die erste Gemeinde in der Region mit einem Pumptrack. 170.000 Euro hat sich die Gemeinde den Track kosten lassen. 145 Meter purer Fahrspaß. Donc le créateur, celui qui a construit le pump track, m'a dit mardi matin que c'était le plus beau des pump tracks de Wallonie. Je lui ai dit mais pourquoi? Et il m'a dit ben en fait c'est celui qui permet de vraiment s'amuser en prenant de la vitesse. On peut interagir avec différents sauts. Il y a aussi deux balls qui sont créés et qui permettent de, en même temps qu'avec le circuit, pouvoir faire des figures. C'est pas le plus grand. Il y a un plus grand en Belgique. Celui-ci fait 145 mètres. Mais il est très ludique et même un débutant peut déjà commencer à s'amuser avec celui-ci. Der Pumptrack in Bleiberg kann aber auch mit Skateboards, Inline-Skates oder Mini-Rollern genutzt werden. Wichtig ist der Helm, denn bei dem hohen Tempo kann es schon mal zu Stürzen kommen. Das macht den Kids aber nichts aus. Eine neue Art der Freizeitbeschäftigung in Bleiberg, die nicht wenige begeistert.